Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Super Bowl-Reihe. Wir spielen einige Super Bowls der Vergangenheit nach. Super Bowl 17, Redskins vs. Dolphins. 3-Sterne-Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir im allerersten Play für 43 Yard laufen. Und das ist schon ein Brett. Gegen die Miami Dolphins. So, schauen wir doch mal, was wir hier im Angebot haben. Der Halfback Stretch. Lauf über die rechte Seite und los geht's. Gute Blocks. Ah, wunderbar, da ist der Raum, den Emmitt Smith braucht. Touchdown. Für die Cowboys, damit haben wir die 43 Yard geschafft. So, und führen mit 19 zu 17. Wir haben uns doch gar nicht um den Score gekümmert. Ich war jetzt erstmal so dermaßen auf diesen Run fixiert. So, wir schicken Terrell Owens von links auf eine Slantroute. Auf den achten wir besonders. Und das sieht gut aus. Und jetzt haben wir eine 4-Punkte-Führung. Und das ist für die Dolphins verdammt mies. Denn damit ist klar, ein Field Goal reicht ihnen hier nicht. Das nutzt überhaupt nichts. Es gibt nur 3 Punkte. Sie brauchen einen Touchdown. Der Ball ist in der Luft, wird aufgenommen. An der 5-Yard-Linie. Jetzt der Return. Gestoppt an der 20-Yard-Linie. Heißt es jetzt erster Versuch und 10 für Miami. Quarterback Ryan Fitzpatrick. Der hat ja wirklich großartig geliefert. Man hat ja wirklich gedacht, Miami, das ist eine 0-16-Saison. Und der hat wirklich Bock. Und ich freue mich auch, dass der nächstes Jahr, so wie es aussieht, wieder in Miami auflaufen wird. Der Typ ist einfach eine coole Sau. So, wir haben den ersten Sack at Tutol Jones. Direkt im ersten Offense-Play. Der Challenge. Zweiter Versuch und 17. Der Ball ist an der 13-Yard-Linie. Oh, der Ball ging komplett ins Leere. Dritter Versuch und 17 damit. Jetzt wird's langsam aber sicher richtig schwer für Miami. Den wirft er zu Boden. Und jetzt ist es ein 4. und 17 und den müssen sie eigentlich ausspielen. Und das von der eigenen 13-Yard-Linie im Rücken. Tiefer Ball. Und der ist incomplete. Turnover on Downs. Ballbesitz Dallas an der 13-Yard-Linie. Cowboys mit einem Run über die linke Seite. Und Emmitt Smith ist wieder in der Endzone. Zweiter Ballkontakt unseres Running Backs. Zweiter Touchdown. Es läuft. Bei den Cowboys. Two-Point-Conversion. Auch hier wieder. Blick zu Terrell Owens. Und oh, da wird Cunningham den Ball nicht schnell genug los. Bleibt bei einer 10-Punkte-Führung. 27 zu 17 ist der Score. Und der Ball ist unterwegs. An der Goal-Line wird er aufgenommen. Der Return. Gestoppt an der 21-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Dolphins. Wir haben noch 2 Minuten 21 zu spielen. 10 Punkte Führung heißt, Miami muss jetzt sogar zweimal scoren. Das ist alles noch drin. Aber das ist natürlich mordschwer. Weil du noch nicht mal ein Yard nach vorne kommst. 2010. Und ein vollständiger Pass von Fitzpatrick. Die ersten positiven Yards für Miami. Dritter Versuch und 4. Und jetzt sind wir beim 2-Minute Warning. Laufen die letzten 2 Minuten der Partie. 3. und 4, Ball an der 27-Yard-Linie. Beide Teams
besitzen noch alle drei Auszeiten. Oh, incomplete pass. Gut verteidigt hier von Carr. Unserem neuen Cornerback. Ja, er war auch mal bei den Cowboys, deswegen ist er im Kader. 4. Und incomplete. Abgewehrt von Mel Renfro. Turnover on downs. Und jetzt ist der Ball an der 27 Yard. Hier haben wir noch hervorragende Feldposition für die Cowboys. Emmitt Smith mit dem Run. Gott, der hat hier Lücken. Das ist unfassbar. Dritter Ballkontakt. Dritter Touchdown. 33-17. So, auch hier wieder die Two-Point-Conversion. Diesmal wollen wir uns mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, und sieh an, es klappt. 35-17. Der Kickoff geht an die Goal-Line. Jetzt der Return. Oh, Probleme beim Tackling. Sieht man auch nicht allzu da. Also viele. Mal bei Jaden Smith. 1. und 10 an der 28-Yard-Linie jetzt für die Dolphins. Cowboys jetzt in eine geschmeidige Cover 4. Eieieiei. Also Fitzpatrick kriegt seine Magie hier nicht aufs Feld. 2. Versuch und 10. Und ein vollständiger Pass, aber direkt ist Sanders da, macht den Tackle. Jetzt haben wir einen 3. und 6 von der 32-Yard-Linie. Oh, da hat er sich viel Zeit gekauft, aber dann eine Interception. Sanders mit dem Pick. Da waren drei Verteidiger der Cowboys an der Stelle. Ein sehr optimistischer Wurf von Fitzpatrick. So, Ball an der eigenen 35-Yard-Linie. 1:30 noch zu spielen. Diesen Mann kennen Sie schon. Emmitt Smith, der Running Back der Cowboys, ist wieder unterwegs. Das ist nicht zu glauben. Diesmal kommt er aber immerhin mal nicht in die Endzone, aber an die 26-Yard-Linie der Dolphins. 1. Versuch und 10 für die Cowboys. Inside Zone, der Lauf soll über die linke Seite gehen. Ja, irgendwo war da eine Lücke. Ball an der 21-Yard-Linie. 2. und 6. Das Gute ist, wir nehmen jetzt auch mal ein bisschen Zeit von der Uhr. Emmitt Smith über die linke Seite diesmal. Schön in Bounce bleiben. Es hat diesmal ein bisschen länger gedauert, aber der nächste Touchdown des Running Backs der Cowboys. Auch hier die Two-Point-Conversion. Der Blick zu Terrell Owens. Oh, und es steht 43-17. So, der Ball geht an die 4-Yard-Linie. Jetzt der Return. Der ist gestoppt an der 28-Yard-Linie. 1. Versuch und 10. So, wir haben noch 25 Sekunden auf der Uhr. Ball an der 28-Yard-Linie. Oh, und fast die nächste Interception. 2. Versuch und 10. Ball an der 28-Yard-Linie. Kein First Down. Die Dolphins nehmen noch ihre zweite Auszeit, also kampflos ergeben tun sie sich nicht. 3. und 3 von der eigenen 34-Yard-Linie.
wieder ein Ball ins Leere. Das haben wir, glaube ich, heute hier des Öfteren gesehen. Vierter und drei. Den wird aber jetzt nicht mehr ausgespielt. Die Dolphins schicken ihre Punt-Unit aufs Feld. An der 14-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Und retourniert. Schöner Move. Sanders immer noch unterwegs. Uhr ist auf 0 und Sanders ist in der Endzone. 49 zu 17 der Spielstand. So, der Versuch der Two-Point-Conversion. Wir nehmen den Stick, schicken Irvin von links auf eine Slant. Achten auf Jason Witten. Achten also auf unseren Tight End. Ja, und laufen selber mit Cunningham. Das war das Sahnehäubchen obendrauf. 51 zu 17. Schlagen wir die Dolphins. Holen alle 4 Sterne. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.